Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Das Leben könnte manchmal so schön einfach sein. Ich meine, guckt euch den Gasschieber von der S51 an. Der ist einfach, der ist unkompliziert und lässt sich zudem noch gut warten. Und dann guckt euch mal im Vergleich dazu den Gasschieber bzw. die Konstruktion von der Schwalbe an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege da jedes Mal die Krise und ich wette, jeder, der damit schon mal zu tun hatte, der wird diesen kleinen Aluminiumschieber hassen. Aber was hilft es, sich darüber aufzuregen? Wir schauen uns nach dem Intro einfach mal alle möglichen Details zum Gasschieber der Vogelserie an. Viel Spaß! Anders als bei der S50 und der S51, wo beim Gasgeben der Bauzug direkt betätigt wird, haben die Fahrzeuge der Vogelserie einen Aluminiumschieber. Dieser wird in einer Ausfräsung im Lenkerrohr mit Hilfe des Gasdrehgriffs nach rechts geschoben. In den Aluminiumschieber ist der Bauenzug eingehangen und wird beim Betätigen von einem Widerlager etwas weiter links gegengehalten. Leider ist die ganze Konstruktion sehr fehleranfällig. Schon bei kleinster Verschmutzung oder mangelnder Schmierung lässt sich der Gasdrehgriff nur noch schwerfällig drehen. Vielleicht kennt ihr ja den Klassiker bei der Schwalbe, einmal 60 Stundenkilometer einstellen und das Fahrzeug fährt quasi von alleine weiter. Und auch wenn sich viele damit abgefunden haben, dass der Gasdrehgriff schwer zu betätigen ist, mit einer gründlichen Wartung lässt sich dieses Problem in den allermeisten Fällen zumindest verbessern. Ich zeige euch jetzt also mal, wie man das Ganze demontiert und woran ihr Verschleiß oder sonstige Probleme erkennen könnt. Öffnet zunächst die Kappe vom Blinker und löst mit einem kleinen Schraubendreher die Befestigung der Kabel. Nun muss das Gummi vom Gasdrehgriff so verschoben werden, dass das Loch im Gummi genau mit dem Loch im Gasdrehgriff übereinstimmt. Dazu kann das Gummi optional angewärmt oder etwas Schmiermittel drunter gesprüht werden. Danach wird die Schraube zugänglich, die den Blinker festhält. Blinker, Distanzstück und Gasdrehgriff können jetzt in einem Rutsch entfernt werden. Und damit liegt auch schon die Schwachstelle frei, nämlich der Aluminiumschieber. Seht zu, dass ihr diesen ein Stück nach rechts schiebt und befreit ihn dann vom Bautenzug. Danach werden alle Bauteile gründlich gereinigt und nehmt euch dafür ruhig genug Zeit, um auch wirklich alle alten Fettreste und Verschmutzungen zu beseitigen. Prüft alle Flächen, an denen der Aluminiumschieber entlanggleitet. Diese dürfen keine Beschädigungen haben und sollten hundertprozentig glatt sein. Gerade nach einer neuen Lackierung oder Pulverbeschichtung des Lenkerrohrs sitzt der Schieber gerne mal zu straff in der Führung und kann so nicht mehr vernünftig bewegt werden. Entfernt also Farbreste und Unebenheiten und schleift zur Not nochmals nach. Dasselbe gilt natürlich auch für den Aluminiumschieber. Die Flächen, auf denen dieser gleitet, dürfen nicht beschädigt sein. Werft danach einen Blick in den Gasdrehgriff. Auch dieser sollte innen einen vollständig intakten Metallsteg haben und nicht zu stark rosten. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns auch noch kurz das Widerlager anschauen. Dazu wird das Abdeckblech entfernt und der Blinkschalter abgeschraubt. Das Klemmstück kann unten an der Schraube gelockert und ein Stück nach vorne geschoben werden. Prüft das Widerlager auf Risse und Abbrüche, besonders an den Seiten. Bei Bedarf wird es getauscht und das neue Widerlager vorsichtig eingesetzt. Es empfiehlt sich übrigens während des gesamten Wiedereinbaus, die Feder unten am Vergaser auszuhängen, damit oben am Zug genug Spiel vorhanden ist. Danach wird das Klemmstück wieder in Position gebracht. Zwischen Gasdrehgriff und Klemmstück wird eine Scheibe verbaut, die verhindert, dass das Rohr sich nicht mit der Zeit in das Aluminium des Klemmstücks einfrisst. An der Unterseite vom Aluminiumklemmstück befindet sich eine Madenschraube. Diese sollte so eingestellt sein, dass der Gasgriff beim Drehen locker über die Metallplatte gleitet. Ist sie zu straff eingestellt, wird das Gasgeben erschwert. Danach werden alle Bauteile großzügig eingefettet. Achtet bei diesem Schritt besonders darauf, dass sich im Fett keine Schmutzpartikel mehr befinden. Danach wird der Aluschieber wieder eingehängt und kurz geprüft, ob sich dieser sauber in seiner Führung hin und her bewegen lässt. Ab hier kann auch die Feder am Vergaser wieder eingehangen werden. Nun kommen wir zu dem Arbeitsschritt, der einen manchmal wirklich zur Verzweiflung treibt, das Aufschieben des Drehgriffs. Dieser kann nämlich verkehrt herum eingesetzt werden, sodass beim Gasgeben gar nichts passiert. Gerade für Neulinge kann das zur Geduldsprobe werden.
Versucht den Schieber zunächst vorsichtig bis zum Ende zu schieben und prüft dann, ob beim Gasgeben was passiert. Falls der Schieber nicht reagiert, wird der Drehgriff ein Stück zurückgedreht und versucht, ohne Drehung wieder nach vorne zu holen. Das Ganze ist ziemlich schwer zu beschreiben, am besten ihr probiert es so lange aus, bis es läuft. Wenn sich auch nach Ewigkeiten gar nichts bewegen sollte, prüft nochmals, ob sich der Aluschieber in der Führung bewegen lässt. Zum Schluss wird das Distanzstück eingesetzt und der Blinker wieder aufgeschoben. Und genau hier stehen wir schon wieder vor der nächsten kleinen Herausforderung, denn die beiden Blinkerkabel, die müssen ja irgendwie noch durch diese zwei kleinen popeligen Löcher vom Blinker durch. Und ich sehe es bei vielen Leuten, dass sie dann einfach anfangen, das Ganze aufzubohren. Aber bevor ihr das tut, gebt dem Ganzen zumindest eine Chance. Die Kabel sollten so zurechtgebogen werden, dass sie parallel laufen und dann wird der Blinker aufgeschoben und geschaut, ob die Kabel am anderen Ende richtig herauskommen. Welches Kabel durch welches Loch führt, ist dabei egal. Ihr habt es gerade gesehen, das alles ist ein Geduldsspiel, aber am Ende werdet ihr mit einem funktionierenden Gasdrehgriff belohnt. Und wenn ihr immer noch das Gefühl haben solltet, dass der Drehgriff nicht vernünftig zurückrutscht, dann kann es außerdem helfen, die Feder am Vergaser zu erneuern. Denn wenn diese über die Jahre hinweg an Spannkraft verloren hat, dann kann das ein Grund dafür sein, dass der Bauzug nicht mehr in die Ausgangsposition zurückrutscht. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.